Wegen einem Verdacht auf das hochgefährliche Marburg-Virus hat die Bundespolizei einen Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof gesperrt. Ein Fahrgast, der aus Ruanda kam, soll dort Kontakt zu einem infizierten Mann gehabt haben. In dem afrikanischen Land ist es vor kurzem zu einem Ausbruch des Marburg-Fiebers gekommen. Eine Infektion kann in vielen Fällen tödlich enden. Der Mann, der als Medizinstudent in Ruanda war, wurde zusammen mit einer mitreisenden Freundin ins Uniklinikum Eppendorf gebracht.